Heute ist der 26. Januar 2022, Mittwoch. Heute fand im Bundestag eine Aussprache oder eine Debatte zum Thema Impfpflicht statt. Verschiedene Politiker konnten dazu etwas sagen. Und ich habe dann auf bild.de Folgendes gefunden. Und das zeige ich jetzt mal kurz. Und zwar heißt es da um 18:27 Uhr, habe ich drauf auf die Bild.de-Seite geguckt, Ungeimpfte dürfen nicht Karies der Gesellschaft werden, warnt Kubicki von der FDP. Einige Minuten später, die verbesserte Version, und zwar um 18:54 Uhr, Ungeimpfte dürfen nicht Parias der Gesellschaft werden. Parias übrigens heißt Ausgestoßene. Solche Fehler können passieren. Dem Redakteur, dem Praktikanten, wer das auch immer getan hat, der hat sicherlich einen Computer eingehackt und weitergeleitet und niemandem ist aufgefallen, dass das falsch ist. Ich würde daran jetzt auch nicht Anstoß nehmen, weil Fehler passieren. Nur deswegen, weil der Text dann wirklich ein bisschen frech war. Und zwar ganz am Ende, nachdem verschiedene Politiker hier ja zitiert werden, was die so gesagt haben, heißt es dann: Einzig die AfD brach aus dem guten Stil der Parlamentarier aus. Alice Weidel sprach von einem beispiellosen Sündenfall, der Deutschland bevorstehe. Schon die Absicht einer Impfpflicht sei ein Anschlag auf die Freiheit und Menschenwürde. Die Impfpflicht sei ein autoritärer Amoklauf gegen die Grundfesten der demokratischen Grundordnung. Es gebe für eine Impfpflicht keine Rechtfertigung, weder medizinisch noch ethisch noch juristisch. Man müsse mit dem Virus leben. Eine wunderbare Aussage. Ich weiß nicht, warum das bewertet wird als Ausbruch aus dem guten Stil der Parlamentarier. Wie gesagt, normalerweise würde ich da jetzt nicht groß drauf eingehen, beziehungsweise mich über diesen Fehler lustig machen. Aber Leute, die sich offenbar hier auch moralisch erheben über andere, ja, die müssen dann eben auch die Kritik einstecken und die müssen zuhören, müssen ihr Gehör schulen und die müssen einfach recherchieren. Und dann können sie schreiben. Und das Handwerkszeug, die Sprache, soll den Journalist, ein Redakteur, ein Praktikant beherrschen. Schönen Abend noch.